Ja, hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Heute wieder absolutes Weltklasse-Unboxing hier. Und zwar habe ich von der Firma RTR Hobby ein Modell zugeschickt bekommen, ein Hubschraubermodell, was wir uns hier mal gemeinsam anschauen, unboxen und dann uns mal durchgehen. Und ja, es wird einfach richtig, richtig klasse. Ganz cool wäre natürlich, wenn ihr mich abonnieren würdet, mich empfehlen würdet. Das wäre echt spitzenmäßig. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Hier ist er. Diese coole Bell UHD-1, dem klassischen Armeehubschrauber, den wir so kennen, aus der leider etwas nicht so rühmlichen Kriegsgeschehen wie Vietnam. Und von der Firma Xuxiang ist er hergestellt worden. Die kennen wir ja, die Firma. Ich habe ja schon das andere Modell. Vielleicht kennt ihr euch an die EC-135. Gelb-blau erinnern, genau von der gleichen Firma ist dieser Hubschrauber auch. Ab 14 Jahre, ganz wichtig, Modell war erst ab 14 Jahre. Und hier hinten drauf sehen wir schon mal zusammengefasst, was für Features dieser Hubschrauber hat. Er hat eine Gyrostabilisierung, Due-to-Tilt-Modus, das heißt einen Höhenhaltesensor. Das heißt, wenn er das Gas loslässt, wird er sich in der Höhe einnivellieren und stehen bleiben. In der Höhe natürlich, wenn er da den Nick- und Rollhebel loslässt, dann wird er auch auf der Stelle schweben, dank optischen Sensor, der eben nach unten gerichtet ist und den Boden abscannt. Ja, und das Ganze kann noch auf den Kopf geflogen werden. Richtig cool. Seitlich hier haben wir nochmal so diese Geschichte nochmal gezeigt, dass er auf den Kopf fliegen kann. Und was haben wir hier noch? Ja, er kann auf Tastendruck kann er landen, das heißt, starten per Tastendruck geht nicht. Aber das dürfte kein Problem sein. Wir packen es mal an. Ja, das Ganze im Stil der amerikanischen US-Marine, wie auch immer halt. Ja, wir sehen hier mit Raketenwerfer dran und sehr detailliert dargestellt. Wir klappen es einfach auf. Und ich habe hier schon mal die Bedienungsanleitung, die ich mir unbedingt mal durchlesen soll. F07, genau, der andere war nämlich die F06. Und hier haben wir schon ein paar Features und zwar noch einmal. Es ist ein Replikat von einer UHD und im Maßstab 1 zu 34. Ja, wie gesagt, dass es die ganzen Features hat, wie Höhenhaltesensor und optischen Sensor, kann es natürlich auch von einem Anfänger geflogen werden, der hier mit dem Hubschrauberfliegen noch gar nichts zu tun hatte, großartig. Hier nochmal so ein paar Daten, die Länge 38 cm, Höhe 12 cm. Das Gewicht 290 Gramm, Rotordurchmesser 37,5 cm und der Heckrotor ist mit 70 mm oder Durchmesser angegeben. Die Batterie hat 7,4 Volt, 2S Lipo mit 1200 mA, 25C ist sie belastbar und die Flugzeit hier ist angegeben mit 10 bis 12 Minuten. Hier noch ein paar Warnungen zur Batterie. Per USB aufgeladen. Hier, wie gesagt, kommt uns die Batterie sehr bekannt vor. Man kann sie nämlich hier, hat eine LED dran, wo man dran sehen kann, wie voll der Akku geladen ist. Ja, und dann wird es jetzt spannend, wenn wir uns mal die Fernbedienung anschauen. Hier hatten wir uns so einiges erklärt. Nämlich, man kann den Motor ein- und ausschalten. Man hat natürlich hier im Mode 2 und Mode 1 kann man hin und her schalten. Und kann jetzt über die Trim-Tasten hier. Werde ich nochmal einen einzelnen drauf eingehen, kann man verschiedene Sachen einstellen. Und jetzt, wie man es gewöhnt ist, dass man da dran trimmen kann, ist hier eben nicht gegeben, sondern hat diese mit Funktionen belegt, unter anderem mit dieser Landetaste. Hier unten dran hat man, kann man die Throttle High und Low hin und her schalten, also die Dualrate. Dann auf der Seite kann man den optischen Sensor aus- und einschalten. Und hier kann man einen einstellen, Mode 1 und 2, wahrscheinlich beim Einschalten der Fernbedienung. Hier schaltet man dann quasi in diesen 3D-Modus
Flug, wo eben der Hubschrauber auf dem Kopf fliegt. Voraussetzung natürlich ist eben, dass der Hubschrauber auf 5 Meter hoch fliegt, dass er in der Stufe 2 ist und dass der optische Sensor ausgeschalten ist. Hier wird mal gezeigt, wie man den Hubschrauber bindet, wenn man ihn zum ersten Mal fliegt. Dann, wie man das Ganze kalibriert und wie man den Motor startet. Und hier nochmal der besondere Hinweis, diese Taste nicht im Flug drücken, weil wenn man das im Flug macht, geht der Motor sofort aus. Das ist ein Ding machen hier. So, und jetzt habt ihr schon gesehen, bin ich hier auf diesen Schalter gekommen. Na, ganz gefährlich. Wirklich nur gedacht, wenn er auf dem Boden unglücklich aufkommt und wir eben sofort einen Notstopp veranlassen müssen. Wenn er das im Flug macht, wisst ihr Bescheid, dann stürzt das Ganze ab. Hier die verschiedenen Ruderfunktionen werde ich euch noch einmal erklären. Und hier nochmal ein paar Hinweise, wann der optische Sensor Probleme hat. Erstens, wenn er in diesem Modus fliegt, fliegt er maximal 8 Meter hoch. Das ist meiner Meinung nach für einen Anfänger vollkommen ausreichend, der erstmal wirklich klarkommen muss. Und wenn man zu weit wegfliegt, dann ist es schwierig, schon mal Fluglage zu erkennen. Ich meine, 100 Meter müsste locker drin sein. Ja, wie gesagt, verschiedene Farben hat er bestimmt. Hat er Probleme mit Reflexionen, wenn er übers Wasser fliegt, muss man aufpassen. Das heißt, der Sensor wird dann einfach ausgehen und nicht arbeiten. Dementsprechend wird der Hubschrauber über Roll und Nick anfangen, hin und her zu schwimmen. Und ihr müsst dann eben schön mit dem Steuer Nick und Roll gegenarbeiten. Wie gesagt, im Manualflug, wenn wir das eingeschalten haben, dann wird er das sowieso machen. Hier ist nochmal erklärt, wie man quasi den Hubschrauber auf den Kopf fliegt. Wichtig nochmal hier ist, das ist der optische Sensor logischerweise zeigt er nach oben, der arbeitet logischerweise da auch nicht. Er rollt nach links oder rechts beim Überschlag, also das heißt, er nickt nach vorne und hinten nickt er eben nicht, da funktioniert das Ganze eben nicht. Und wichtig nochmal, dass eben die Hebelbewirkungen komplett umgekehrt sind. Das muss man halt wissen, dass man, wenn man jetzt nach oben drückt, sinkt der Hubschrauber nach unten und umgekehrt. Ja, und hier kann man nochmal einstellen, wenn man sich das Ganze gecrashed hat, ein Pitch-Setting nochmal. Dann drückt man das Ganze und kann ja dann nochmal so ein bisschen was einstellen, dass das Ganze passt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, schon sehr viel erklärt. Wir haben hier natürlich die Rotorblätter rumfliegen. Nochmal Ersatz, falls wir die irgendwie zerlegt haben. Und hier nochmal ein Heckrotorblatt, das man hier montieren kann. Und wir sehen, das sieht sehr ähnlich dem F06 aus. Hier nochmal das Ladekabel mit USB-C und ein Schraubendreherlein. Wie gesagt, ich habe schon mal jetzt einen Akku vorgeladen, war noch ein zweiter Akku mit dabei und packe die Blisterpackung raus und habe hier diesen wunderschönen Hubschrauber. Hier nochmal der Akku, hier drauf kann man es nochmal lesen, 7,4 Volt, 1200 mA, 35C. Und hier drauf, wenn man kurz drauf drückt, kann man erkennen, er ist, meine ich, jetzt so 50% voll, denke ich mal. Sobald er eingesteckt ist, fängt er nämlich an zu blinken. Und wenn er voll ist, sollten alle LEDs brennen und es darf kein Blinken mehr sein. So, wie gesagt, ich habe noch einen zweiten, der lädt gerade lustig auf. Hier habe ich noch ein paar Anbauteile. Einmal die Stabilisierungswings. Die brauchen Hubschrauber normalerweise, beziehungsweise wenn er aus dem Schwebeflug in den Normalflug übergeht, dienen diese Stabilisierungswings, damit er schneller in den Windfahreneffekt gerät. Dementsprechend den Piloten schneller entlastet, den Pedalen zu arbeiten. Im normalen Flug, wenn er im Windfahreneffekt ist, der Hubschrauber wird er nur über Roll und Nick gesteuert und dann im Schwebeflug, dann muss der Pilot dann mit den Dings arbeiten. Wir schauen uns das Ganze mal an hier und es ist wirklich eine Pracht hier, was man da angestellt hat. Mit diesem Hubschrauber richtig stilecht, zwei Blatt. Oben hier diese Stabilisierungsstange noch einmal mit. Dreimal Servos, die eben hier diese Taumelscheibe anlenken. Und wir schauen mal rein hier und können hier sehen, natürlich auch wieder ein Direktantrieb. Hier vorne ist die Regelung eingebaut. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also da gibt es gar nichts. Hier ist dieser optische Sensor versteckt. Der wird dann halt immer in dem optischen Sensormodus in den Boden abgrasen und schauen, ob er eben hier was erkennt und den Hubschrauber, wenn ich Nick und Roll loslasse, stabilisiert. Okay, hier habe ich die Raketenwerfer, die ich jetzt hier noch anbauen kann. Genau. Packen wir das mal so rein. Ja, wunderbar. Jetzt sieht es gleich aus. Und auf der anderen Seite kommt die Gun. So reingeschoben hier. Ganz böse hier. Mit dem Schnellfeuer-Maschinengewehr. Ich kenne mich damit Waffen nicht aus. Waffen sind nicht so meins. Können wir das noch hinten reinhängen hier. Genau. Und alles ist easy verbaut.
Dann kommen natürlich auch diese Winsen rein. Man hat es ein bisschen vorgegeben hier, damit man das nicht falsch montiert. Was natürlich Hammer wäre, dass man hier den Ganzen noch ein paar LEDs einbaut. Ne, die hat man hier verbaut. Ich sehe es gerade. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Hier links und rechts könnt ihr sehen, ist das Ganze hier montiert. So, schauen wir gerade eben, ob es das dann reinpasst. Auch so mit unmontierten. Ja, das klappt wunderbar hier. Das heißt, wenn wir den mal in den Schrank stellen wollen, dann ist das alles mit hier drin. Okay, wunderbar. Ich nehme jetzt mal komplett raus. Dieses wunderschöne Modell, Scale-Modell, Bell UHD, ist das wirklich richtig vielversprechend. Wir messen eben gerade nochmal die Rotorblätter aus, einzeln. Die Länge der Rotorblätter dient auch als Klassifizierung. Und zwar habe ich hier so ganz entspannte 16 cm, also 160 mm, also die 160er Klasse. Und die Fernbedienung, hier hat man noch ein paar Schützer dran. Kann er wunderbar hier drin transportieren, das ist mir richtig schön. So, diesen feinen Hubschrauber hier, merkt, ich habe noch keinen Akku verbaut. Das heißt, so wird es angezeigt, wenn der Akku voll ist. Ich packe den hier rein, wie wir es kennen. Kontakt nach hinten, wichtig nochmal, dass das Ganze richtig einrastet. Seht ihr, das ist nämlich schon hier ein bisschen schwierig, nicht dass ihr im Flug plötzlich das Ganze euch entgegenkommt. Das ist fest drin, genau. Und so kann man das hier wirklich auseinanderziehen und es geht wieder raus. Wunderbar. Wirklich darauf achten, dass euch das Richtige einrastet. Ich sehe gerade hier, gibt schon mal ein bisschen Schwierigkeiten. Es sind so Federn dran. Ich hatte schon mal so einen Akku auseinandergenommen wegen Lackieren. Das wirklich links und rechts hier einklickt. Dann mal testen hier. Wunderbar, und das sieht ja wirklich richtig, richtig cool aus, die ganze Sache hier. Und wir haben hier die Fernbedienung. Und es blinkt das. Ich schalte das Ganze ein. Hört einen Signalton, wunderbar. Und hier hinten habe ich diese Lampe, die jetzt grün blinkt. Und das dürfte Nick und Roll sein, genau. Das ist Gear und hier ist Pitch. Und Heckruder müsste sich auch vorstellen, ist hier ein Brushless eingebaut. Also sieht schon mal richtig cool aus hier mit dieser Beleuchtung hier. Man kann das im Flug richtig genau gut sehen hier, wunderbar. Die Firma Pichler bietet den demnächst auch an als SAR-Hubschrauber. Der Seite ist dann rot mit SAR montiert. Sehr cool, sehr cool. Die Türen richtig zumachen hier. Das sind so Schiebetüren. Die kann man dann hier zumachen und das sieht wirklich nice aus. Ja, wie gesagt, hier nochmal Lock und Lock on. Das heißt, den bitte, wenn ihr rumspielt, erstmal checken hier. Den Motor nach oben lassen. Hier hört er ein Pieps, zwei Pieps. Das wäre dann die Dualrate, die dann vergrößert wird. Bei zwei Pieps ist er groß, bei eins ist er klein. Dann hier seht ihr, wie es hin und her schaltet. Rot ist der optische Sensor ausgeschalten. Da hier unten dran ist an diesem Hubschrauber, dann fängt er wirklich hier am Roll an zu schwimmen. Ihr müsst da wirklich hier dann hin und her balancieren und hier schalte ich das Ganze wieder ein. Und hier das Ganze dann kann ich nochmal dann im Flug, muss ich das machen, vorausgesetzt, ich bin hier auf 2 gegangen, Dualrate 2, habe hier im Manualmodus geschalten, auf Rot, gehe auf 5 Meter hoch, drücke hier rüber, es geht jetzt nicht, es piepst vielleicht dann mal und gehe hier voll links oder rechts und der Hubschrauber wird dann auf dem Kopf fliegen. Wie gesagt, würde ich euch wirklich nur empfehlen, wenn Profis in der Profi seid. Wie gesagt, man kann ja auch umswitchen in Mode 2 das Ganze, ihr müsst das Ganze hier ausschalten.
hier drücken. Und ihr seht, hier brennt eine rote Lampe. Das heißt, hier habt ihr dann Pitch drauf. Da ist hier dann Roll drauf. Und hier nickt das Ganze. Ich schalte es ganz schnell wieder um, sonst habe ich Schwierigkeiten. Dann kann es passieren, dass ich mit dem Hubschrauber dann irgendwie kaputt fliege. Das heißt, okay, jetzt hat es funktioniert. So, das Ganze müssen wir auch natürlich wieder ausschalten. Das heißt, hier ausgeschalten. Jetzt soll das Ganze ausgehen, wunderbar. Und die Fernbedienung ausgeschalten und alles ist gut. Dann steht im Erstflug mal nichts im Wege. Ja, die Firma RTR Hobby hat auch noch einen coolen Rabattcode generiert. Seht ihr, wenn ihr quasi in die Videobeschreibung reinschaut und euch den dort bestellt. Das ist ziemlich cool. Vor allen Dingen, was ich auch sehr cool finde, das ist ordentlich verpackt worden hier. Ja, ihr seht, an dem Karton ist keine Beschädigung dran. Es gibt ja immer Schwierigkeiten mit anderen Herstellern oder anderen Lieferanten, die das dann in so eine komische Folie einpacken. Nein, das war in einem stabilen Karton drin. Und wie ihr seht hier, das war alles super, super verpackt. Hier keine Beschädigung, keine Einrisse dran. Das ist auch schon mal viel wert, wenn man eine Firma hat, die das Ganze ordentlich verbaut, verschickt und wie auch immer halt. So, holen wir das Schmuckstück mal raus. Weltklasse Hubschrauber hier. Bin echt gespannt auf den Erstflug. Andere GoPro in Position bringen natürlich. Packe schon mal den Akku hier rein. Und ich habe den Akku schon drin. Ist ein zweiter Akku mit dabei gewesen. Und zweite GoPro, damit man von vorne ein bisschen was sieht. Okay. Ja. Dieser coole Hubschrauber vom Konzer kennen. So, schalte die Fernbedienung ein. Mode 2. Das blaue Lichtlein blinkt. Schalte den Hubschrauber ein. Es gibt einen Signalton. Wunderbar. Hat sich verbunden. Wir haben die grüne LED beleuchten. Das heißt, wir haben hier Stufe 1 und ja, im optischen Sensormodus mit der Stufe 1 drehen wir das erstmal an hier. Jetzt, also ich habe hier keine Daumenscheibenprobleme gehabt oder habe hier mit der Daumenscheibe nichts passiert. Das heißt, jetzt müsste was passieren. Okay, also hier gefährlich. Das Rot ist geschlossen, nach unten ist geschlossen und nach oben ist die ganze Sache geöffnet. Also hier echt aufgepasst. Seht, ich habe es länger laufen lassen, das Ganze geht wieder aus. Und schon geht das Ganze wieder an. Okay, ich gebe jetzt mal leicht Pitch hier. Ja, lässt sich ein bisschen Zeit hier. Sehr cool. Und steht jetzt wie eine Eins in der Luft hier. Wippt ein bisschen hin und her hier, aber alles prima, Klima. Sehr schön, ganz wunderbar die Fluglage erkennen in dem Teil hier. Fliegt seitenweich hier. Wunderbar, und jetzt lassen wir mal schweben. Jetzt am besten mal hier. Ja, das sieht wirklich gut aus. Das zwirbelt ein bisschen nach links, aber kann man verkaufen hier. Unser obligatorisches Schwebevideo hier. Ich gehe mal um die Hubschrauber herum. Wirklich schöner Sound hier. Gehen wir ein bisschen hoch hier, jetzt muss ich das her hier ein Dings machen hier. So. Das habt ihr schon gesehen, bin ich hier auf diesen Schalter gekommen. Na, ganz gefährlich, und der Hubschrauber ist mir hier runtergeklatscht. Also das ist echt eine ganz crazy Nummer. Haben zum Glück nichts beschädigt hier. Also das ist ein bisschen schade.
das war wirklich auf hier auf Erd drauf gekommen und der Helikopter geht runter. Also das ist echt was sehr gefährlich. Diesen Schalter im Flug bitte nicht drankommen. Na, ich habe wirklich was gemacht mit dem Handy hier und die ganze Sache ist schief gegangen. Er lässt sich ein bisschen Zeit hier und ja, hier Achtung, dieser Hebel nicht einfach so drücken hier. Ganz in Zeitlupe mal aufgenommen. Sehr gut. Und was haben wir noch Schönes? Mal in super Slow Motion. Was da passiert. Alles gut. Ja, also, da echt aufgepasst hier in diesem Modus, dass ihr da euch nicht abkackt, ihr aus Versehen drauf kommt. Da musst du echt aufpassen. Aber sieht wirklich klasse aus, wie das Teil fliegt. Mit dem Höhenhaltesensor für Anfänger auch da wirklich geeignet. Nicht im Dunkeln fliegen, weil ich gehe jetzt gleich mal in den Manualmodus rein. Lande den Hubschrauber jetzt erstmal und habe hier diese Landetaste. Geht hier drauf und schon geht der Hubschrauber runter. Und geht aus. Mit dieser Taste hier einfach gelandet im Flug. Ja, sehr cool, sehr cool. Und hier noch einmal das schöne Spiel, weil es mir so gut gefiel. Gehe in Stufe 2, das machen wir jetzt nicht. Gehe gleich mal auf Manual aus. Das heißt, hier ist die rote LED, die signalisiert mir, dass der optische Sensor nicht mehr arbeitet. Das werdet ihr gleich sehen, wie ich jetzt hier am Nick und Roll arbeiten muss. Und ihr seht, er driftet weg hier. Und ich muss jetzt hier arbeiten. Und da bin ich als Anfänger komplett überfordert. Das heißt, Anfänger machen meistens gern dann viel zu große Ruderausschläge, weil sie ja dann Angst haben, muss wieder zurückkommen. Und das muss man wirklich hier trainieren. Hier versucht man ihn wirklich hier vor der Kamera zu schweben. Also vom Flugverhalten her 10 von 10. Wirklich klasse Teil hier, Weltklasse, fliegt wirklich hier sehr schön. Natürlich, wenn der optische Sensor weg ist, kommt mir es vor, als wenn er ein bisschen agiler fliegt. Macht auch nicht so Krawall wie der richtige Teppichklopfer. Da hat er so ein Flap-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 Geräusch gehabt, deswegen heißt er so, ausgelöst durch die zwei Ruderblätter. Und der Hubschrauber macht ja eigentlich den Krawall. Nicht die Turbine halt, klar, Turbine macht auch Lärm, aber der meiste Rotorlärm entsteht einfach, wenn die Luftverwirbelung vom Hauptruder mit dem Heckruder zusammenklatscht, zusammen verwirbelt. Und deswegen macht es dann wirklich ziemlich Krach hier. Es kommt auch ein höchster Hubschrauber angeflogen. Die H145, wenn der ist, sogar der Dom hier. Sehr cool, Hubschrauber. Alte Generation, neue Generation in der Luft hier. Ihr seht es hier. Sehr cool, er geht vielleicht jetzt irgendwo runter, weil Notfall ist. Weil er sehr tief liegt, ich weiß es nicht. Die H145 vom ADAC wahrscheinlich. Fliegt wirklich sehr, sehr langsam. Kann ich mir gut vorstellen, dass die jetzt hier runter geht, weil irgendein Notfall vorliegt. Ja, ganz langsam, genau, das schwebt jetzt, sucht ab hier. Schade, könnte in meine Richtung mal gehen hier. Aber vielleicht haben wir wirklich hier einen Notfall vorliegen. Und da muss schnelle medizinische Hilfe gewährleistet werden. Und er verschwindet tatsächlich hinterm Wald irgendwo und muss dann landen. Ja, hier.
Dieser Hubschrauber gibt es demnächst auch bei Pichler zu kaufen. Oh, fliegt der toll, wirklich seitenweich. Wie gesagt, das Ganze könnte ich auch reverse fliegen. Dann müsste ich in den Manualmodus gehen und hier, ich lande jetzt mal wieder hier. Natürlich auch manuell landen hier, wieder Knüppelstellung. Und hier alles wirklich. Man drückt nur runter, jawohl. Ich höre hier, wie er fliegt hier. Er sucht wahrscheinlich gerade irgendwie einen Landeplatz, der Hubschrauber. Ja, gehe hier mal auf H. Es piept zweimal hier unten dieser Geschwindigkeitsbutton. Und da ist es so, dass er da noch Tacken schneller fliegt. Und ihr merkt, er geht einfach brutal mehr ab. Der Hubschrauber senkt sich mehr nach vorn. Na, wie gesagt, und da seht ihr hier. Wir werden da mal später mal ein GPS-Teil ranhängen und dann werden wir mal feststellen, was ihr für Geschwindigkeit macht. Es geht schon ziemlich ab hier. Und er fliegt so schnell, dass ich dann nicht mal die Fluglage erkennen kann. Er ist mit 1 zu 34. Wow, Alter! Hammer! So, ich habe gesehen, unten am Akku blinken nur noch zwei Lämpchen. Das heißt, wir müssen jetzt langsam wieder hier reinkommen und dann bremse ich ab hier. Ja, wir sind im Manualmodus. Nee, genau, ich bin jetzt in dem roten Modus drin. Ich habe den optischen Sensor abgeschaltet. Na, da kann ich jetzt fliegen, wie ich lustig bin. Und im Manualmodus werde ich das gleich nochmal demonstrieren. Da habe ich eine Begrenzung drin. Ihr habt gesehen, ich bin weit weggeflogen und ich konnte fast gar nicht mehr erkennen, wo vorne und hinter. Hinten ist, dank der Positionslampen, die ich hier wirklich sehr, sehr hell sind, kann ich das Ganze gut erkennen. Und ich lasse das Ganze ausgehen, drück so lange, bis das Ganze aus ist. Schalte wieder in diesen optischen Sensormodus ein, ihr werdet sehen. Dass das Teil hier, weißt du, fliegt auch hoch. Nee, ich kann hier Gas geben und mehr geht nicht. Nein, das ist wirklich für Anfänger richtig super, super gut, dass ich hier einfach nicht zu hoch fliege, weil ich muss mich da wirklich an das Fluggerät erstmal dran gewöhnen. Ne? Es macht keinen Sinn, als Anfänger irgendwie schon welche Sprenzchen zu machen. Ja, fliege ja wirklich wunderbar hier. Kann mit dem Teil wirklich hier sauber, sauber fliegen. Macht richtig Laune hier, entspannt. Und meiner Meinung nach wirklich ein tolles Modell. Was auch richtig cool ist, der Start, habt ihr gesehen. Das geht nicht schlagartig hoch, sondern auf harten Momenten. Und ja, ist einfach Bombe. Ja, jetzt merkt ihr halt, der Sensor braucht Momenten. Ja, jetzt hat er das geraffelt. Ja, da warnt der Hersteller auch, dass es ein bisschen zur Verzögerung kommen kann. Na, dass der wirklich muss arbeiten, dass er wirklich das sehen kann, aber wirklich sauber, sauber, Hartmut sauber. Wirklich tolles Modell und das kann ich euch wirklich empfehlen, hier auch für Anfänger. Ich habe jetzt hier Wind, ihr seht, wie er gegen den Wind arbeitet hier. Und wirklich klasse. Und wichtig nochmal diesen blöden Schalter hier. Passt einfach auf, passt auf, dass er da irgendwie nicht irgendwie hier ins Gehege kommt. Ja, der Schalter ist halt einfach tricky hier. Und einfach klasse. Wie gesagt, das 3D-Fliegen getraue ich mir jetzt nicht und ich werde jetzt erstmal landen wieder hier, vorschriftsmäßig. Ja, wirklich Top-Modell, also mein Fazit zu diesem Gerät, wirklich klasse Modell, fliegt nicht ganz so aggressiv wie der andere, der F06. Mit Höhenhaltesensor hier arbeitet es einfach das System sauberer wie bei ACERA.
Deswegen ist es für Anfänger wirklich geeignet. Das halt wirklich langsam ranarbeiten, möglichst auch nicht im Dunkeln fliegen. Da hatte ich letztens auch einen gehabt, der hat sich dann sein zerlegt. Ich vermute, dass im Dunkeln der optische Sensor nicht gearbeitet hat und dementsprechend hat er am Knüppel gearbeitet und das Ding ist in der Hecke gepfiffen. Ne? Deswegen da wirklich langsam und sachte rangehen und ja, hier auch nochmal ist das Ganze beschriftet da drauf. Das heißt, man weiß halt, um was es geht mit dem Hubschrauber hier und ja, wirklich klasse Teil, wie gesagt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe jetzt hier noch zwei Balken drauf, aber wir lassen es einfach sein. Das Wetter ist nicht ganz so toll und ich habe dann noch einen Termin. Okay, ciao dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Deswegen lasst mir bitte ein Abo da, damit ihr noch mehr Videos erfahrt, damit ihr kein Video verpasst, wo ich eben euch einen coolen Hubschrauber vorstelle. Okay, ciao dann. Und das Ganze natürlich ausgemacht hier. Den Akku gedrückt, so lange drücken, bis der Akku leer ist und dann die Fernbedienung ausgedrückt und dann kann das Ganze wieder im Schrank gestellt werden.